Wenn wehen geht die Fahrt wo übers Meer. Moi! Boah, das geht hier richtig ab. Auf geht's. Da sind wir am Leiermannspfad. Da sind wir. Es hätte so schön werden sollen. Da ist die Mosel. Da ist die Tanni. Die Pferd. Wir sind gerade auf dem Weg nach Enkirch, wo wir den Leiermannspfad laufen wollen. Aber leider haben wir heute so richtiges beschissenes Wetter. Ich glaube, das wird uns auch die ganze Woche treu bleiben. Aber es nutzt ja nichts. Vielleicht gehen wir auch gleich eine Weile in die Kneipe und saufen uns einfach einen zu. Bis Freitag. Alles klar. So muss das bei einer Wanderung an der Mosel sein. Wir sind die ersten 3 Schritte gelaufen und schon haben wir einen Automaten ausgemacht, an dem man Wein kaufen kann. Da. Und jetzt guckt meine Frau schon mal, was denn so im Angebot ist. Du musst aber Liebliches haben, ne? Ja, jetzt tun nicht so, als ob du trocken trinkst. Da, ich sehe schon Dornfelder Rotwein, aber Rotwein. Nee, mitten in der Mitte. Da. Ja. 3,36. Ja. Was hast du jetzt schon kaufen? Ja, ich weiß nicht, wann der Mama gibt, sagt sie. Ja, wir kommen doch gleich hier wieder zurück. Ich dachte, für unterwegs. Wird sich schon unterwegs betrinken? Ja. Weil, ja, muss man gucken, suchen wir, ob vielleicht haben sie auch noch Weißen. So, da sind wir am Leiermannspfad. Das reicht ja, ne? Was? Das reicht ja, ne? Ja, sicher. Das ist ein Moselsteig-Seitensprung. Und warum sind wir überhaupt an der Mosel, Dani? Weil wir Urlaub haben. Richtig. Richtig. Im dicksten, schönsten Regen. Ja, ich bleib hier stehen. Jupp, lach mal. Mutter macht Foto. So, da haben wir das erste Hindernis, was uns in den Weg geweht wird. So. Hui, hui. Hopp. Geschafft. Hat schon besser. Ein bisschen dran fest. Und dann geht das eigentlich. Kannst jetzt so als Geländer gebrauchen. Ich mach jetzt Platz. So. So, da kommt Dani. Und da hat man schon mal einen ersten schönen Blick über Enkirch. Da hast du noch ein paar Höhenmeter gemacht, ne? Um 12 Uhr. Die Glocken schlagen. Was ich zeigen wollte. Hier ist der Gänse schon voller Blut. Da, Bolz, noch was. So. Das ist ein ganz hübscher Aufstieg hier. Aber schön. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ich glaube, die breite Forststraße, die kommt jetzt erst. Und ich glaube, jetzt kommt man an eine Kirche oder so. Oder Kapelle, ich weiß es nicht. Ja. Ach, da ist eine Hütte. Sehr schön.
Yep. Hey. Hey. Boah, das geht hier richtig ab. Da kommt Dani. Und da ist eine schöne Hütte. Machen wir da mal Rast. Ja, mal schauen. Da ist die. Hopp. Oh, schön. Die ist hier auch tatsächlich ein wenig, wenig geschützt. Hey, 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 guter Wind, wa? Da, guck. So. Noch einen kleinen Rast? Ja. Hast du Kaffee? Ja. Dann mach ich mal gerade aus. So, da sind wir. Und da wir wussten, dass das heute richtig nasskalte Angelegenheit wird, haben wir nach langer Zeit nochmal den Kocher dabei. Wir machen uns jetzt hier einen ganz tollen Blick. Da unten seht ihr Enkirch und die Mosel. Machen wir uns jetzt hier mal Tasse Kaffee bei Sturmgebraus. Gehen wir jetzt gleich den Pfad über den Moselsteig ein Stück auf dem Leier. So, bloß jetzt habe ich ja nicht gefilmt. Also da kommt die Dani. Schon schön. Das ist teilweise richtig heftiger Wind. Aber das Schöne ist, ach guck mal. Ich glaube, du verstehst ja eh nichts, Moment. Weil das ist richtig gut Sturm. Aber Gott sei Dank kann man keinen Regen. Der hat jetzt mal eine Pause gemacht. Und weiter geht es. Das ist die Winzerkapelle von Enkirch. Was ist da? Ein Hütchen mit so einer Art Grotte. Ja. Jetzt sind wir oben hoch auf der Mosel. Über der Mosel, nicht auf der Mosel. Über. Die Winzerkapelle. Ich glaube, Kapelle ist in dem Hinsicht richtig echt gemeint. Die machen mit zwei Musik. Schönes Fleckchen hier. Und wir sind im Moment auch nicht nur auf dem Moselsteig, sondern auch auf dem Mosel Camino unterwegs. Und richtig schön. Es geht nämlich hier so ein wenig pfadig hoch. Das sind unsere Markierungen. Nach vorne läuft Jupp. Da kommt Dani. Wir sollen hier stehen bleiben, ist gesagt worden. Dann machen wir das auch. Ah, schön.
hier hat man jetzt immer wieder schöne Ausblick auf die Mosel. Du bist der Pfadfinder. Und so geht das jetzt hier die ganze Zeit. Schön. Und wir sind tatsächlich, glaube ich, heute die einzigen, die unterwegs sind. Bei diesem Wetter. Was ja auch nicht schlimm ist. Abenteuer pur. Dani hat gerade gesagt, wir waren am Aussichtspunkt Rottenblick. Wo wir den Kaffee gekocht haben. Da haben wir leckeren Kaffee gekocht. Der hat mir tatsächlich gut geschmeckt. Ja. Muss schon wieder Risse hauen. Hm? So. Und weiter geht's. So. Das ist mal ein toller Blick. Da unten ist Enkirch, da kommen wir mal her. Da ist eine Moselstaustufe. Wunderschön. Auch wenn wir sturmiges Wetter haben. Was? Jetzt sitzt wieder laufen. Weg der Lieder. Was singen sie denn hier? Wenn wehen geht die Fahrt wo übers Meer, wollen ferne Länder sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer, leuchtet die Sonne, ziehen die Wolken, klingen die Lieder weit übers Meer. Das hat aber jetzt eigentlich nichts mit der Mosel zu tun, oder? Aber das haben wir gut gemacht, ne? Jupp, hier. Uiuiui. Und wieder ein schöner Ausblick. Ach, da vorne sehen wir schon unser Ziel, da oben, das Stark, also Zwischenziel, das Starkenburg, und dann gehen wir so und bogen wieder zurück, glaube ich wenigstens. Immer nur Wahnsinn, hier geht es richtig runter, so, da locker, da heißt es ja ein bisschen auf, ne? Also im Moment geht es ja. Langsam, Dani. Jetzt komm ich dir helfen. Ah, super macht sie das. Übrigens, Dani hat auch neue Schuhe. Sie hat neue Schuhe. Sie hat neue Rutschschuhe. Fein. Du hast doch gerade gesagt. So, Jupp, wir können. Ja, das ist, wenn man sich lustig macht. Du sagst, ich gebe dir das Händchen. Komm. Komm. Pass auf, das ist echt rutschig. So. Wenn ältere Herrschaften wandern gehen, dann muss man so was schon. Ja, und dann so haben wir auch noch jeder Stöcke im Rucksack. Ja, haben wir auch noch Stöcke im Rucksack. Am Rucksack. Ja, aber eigentlich haben wir die bis jetzt noch nicht. Ich glaube, mit Stöcke machst du da aber auch nicht viel. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr schöner Abschnitt hier. Hä? Ja. Ich glaube, der Moselsteig, das ist schon geil, Schatz. Das ist ja jetzt Moselsteig hier, ne? Wohl andere Richtung. Ohne Camino, auch.
Das ist jetzt mal wieder ein überraschendes Plätzchen am Wegesrand. Hier mal schauen. Ach, das sieht aber cool aus. Hier gibt es bestimmt im Sommer oder so leckere Weinchen. Betreten auf eigene Gefahr. Ach, das ist aber schön gemacht. Gut, mal sagen. Das ist der alte Lüstling, der Bacchus. Schön. Sehr schön gemacht, ne? Porta Vino. Ach, die ist nachgebaut. Eine Porta Vino in den Höhlensiedlungen. Die waren früher an der Mosel sehr verbreitet. So, wir müssen jetzt wieder singen, aber wir singen jetzt nur den Refrain. Wir sind hier am Louis-Landeplatz und jetzt singen wir Moselle, du hast doch so viel Wein. Moselle, trinkst du den Wein allein in deinem Garten Eden? Jetzt doch der Wein für jeden. Und ohne Wein kann ich nicht sein. Moselle. Jetzt ziehen wir weiter. Das war, die haben wir leider zu spät erst gesehen, den Wanderweg der Lieder. Ne, jetzt haben wir erst zwei gesungen. Schlimm. So, jetzt sind wir hier. Und erstmal in den Weinbergen dran. Aber das scheint so ein Stück zu sein, das sie aufgegeben haben. Ne? Das wirkt auf jeden Fall nicht sehr gepflegt. Nee. Das ist schon hoch. Aber ich glaube, ja, hier auf der Seite ist eh nicht viel Weinanbau, ne? So, wir laufen auf jeden Fall jetzt hier auf Starkenburg zu. Da gibt es tatsächlich, ich glaube, noch 5 Backhäuser, die Tour. Und hopp. Erinnern so ein bisschen. Oh, die Eröffnungssequenz. Pirates of the Caribbean. 2 oder 3, wo das so regnet. Ne? Hast du dann gekauft? Wie? Schnecken und Mückenlarven haben wir gekocht. Juppie, ne? Ist nicht. Das ist kein Inhalt mehr. Na komm. Ne? So, das ist Starkenburg. Erstes Mal auf der Wanderung bin ich jetzt geschwitzt. Ja, ein bisschen. Doch, das ging schon gut hier hoch. Guck mal da. Das ist noch Kälbchen. Juppie hier. Psst. Aha. Philosophie des Trockensteinbauers. Philosophie des Trockenmauerbauers. Für jede Lücke in der Mauer gibt es einen Stein auf dem Haufen. Jeder Stein auf dem Haufen passt in eine Lücke auf der Mauer. In der Mauer. Da haben sie tatsächlich aber, ob die so richtig passen, guck mal. Hm? Sollen wir den Glück versuchen?
ob du einen Stein findest, der hier irgendwo eine Lücke passt. Von dem Haufen da. Und dann schwuppen wir so einen ganz flachen. Da hinten, der sieht schon gut aus. Trägt man immer mal der. Dahinter der. Der ist auch schon drin. Nee, der liegt da wieder vor. Nee, eins weiter, ganz hinten. Genau, der passt nämlich bestimmt irgendwo rein. Guck mal, wo. Da. Wir haben aber schon viel. Da, guck mal hier. Mal nee. Da. Guck mal da. Dani, jetzt mach keine Wissenschaft draus. Ja, super. Der passt aber richtig hier. So, auf geht's. Zur Ruine Starkenburg. Ganz tolle Kirsch. Das sind die 12 Apostel. Oder? Nee. St. Michael wird hier nicht. Sehr schön. Ach, hier gibt es auch den Pilgerstempel. Hier führt nämlich auch der Camino vorbei. Sehr schön. So, jetzt haben wir Starkenburg hinter uns gelassen. Das ist jetzt nochmal ein sehr schöner Abschnitt hier. Und ich weiß gar nicht, ganz unten ist die Mosel, aber wahrscheinlich kommt da mit der Kamera wieder gar nicht raus, wie steil das da runter geht. Das wird dann ein schöner Fahrtabschnitt. Also Teil 1 hier von dem Leiermannsfahrt, absolut klasse. Starkenburg war ein sehr schönes Örtchen, muss ich ehrlich sagen. Vor allem eine sehr eindrucksvolle Kirche. Also die war schon toll. Die war sehr eindrucksvoll. So. Und ich glaube, jetzt verabschieden wir uns vom Moselsteig. Da vorne die zwei verabschieden sich jetzt. Ich sage tschüss. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bye bye, my love. Goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Also, hätte ich nichts gegen. Kröf, Tram, Trabach. Sieht schon geil aus hier. Ja, aber wir gehen jetzt zurück nach Enkirch. Zuerst erklimmen wir mal die Höhe. So, und jetzt gehen wir in den Wind. Hopp. Ah, schön, ne? Ja, juppi. Boah, guckt euch mal den Ausblick hier an.
Das Tram Trabach hier unter uns. Sehen wir. Schön. Und die nächste Moselschleife. Ja. Und wie tief die sich eingegraben hat, ne? Schon toll. Ein sehr schönes Fleckchen Erde hier. Selbst beim Mistwetter, ne? Aber es gibt ja kein Mistwetter, weil... Im schönen Wetter kann jeder. Richtig. Also hier Autoreifen und Katzen kann ich bei Jupp jetzt nicht bestätigen. Bei Jupp würde der Amazon-Mann fehlen. So, das ist das Highlight der letzten 3-4 Kilometer, ne? Aber das wusste man eigentlich, weil der Weg jetzt von Starkenburg zurück nach Enkirch, der ist schon ein bisschen dröge. Das geht hier nur auf so Forstwegen durch Wald und vor allen Dingen, hier kommt weit und breit noch nicht mal eine Bank, wo man sich mal verschnaufen könnte. Also, zweiter Teil Driss. Erster Teil, top. So, nach fast 7 Kilometern ganz ätzend kommen wir jetzt hier nochmal ans Kloster. In Enkirch. Das heißt, wir sind noch bald da, aber noch nicht ganz. Ach, hier, das sind noch 1,4 Kilometer. Also wir sind da komische Entfernungsangaben hier. Hm? Ja. Jetzt sagten wir ja, dass das nicht stimmt. Können wir mal gucken, ob da auf ist. Ich glaube ja nicht. Leider nicht.